Ich kann das erklären. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Morrowind. Ich hab halt, jeder hat seine Vorlieben, ne? Auf jeden Fall waren wir in der letzten... Oh Gott. Okay, die Form der Höhle auf der Karte ist nicht gerade hilfreich, wenn ich dieses Video in Deutschland zeigen möchte. Auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu Let's Play Morrowind. Wir waren in der letzten Folge in dieser Höhle verendet. Und es ist eine Kreuzung. Letzten Endes kann ich euch aber jetzt schon sagen, weil dieser Aufnahme hier eine kleine Fail-Aufnahme vorangegangen ist. Nun, das ist mal ein Kampf. Erwähnt mich bitte ab jetzt jemand vor jeder Aufnahme, dass ich das Mikro anschalten soll. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass ich in dieser Höhle hier nichts Tolles finden werde. Auch schön ist, dass ich gerade in einer Pfütze ertrinke. In einer Pfütze aus Pisse von Leuten, die gerne Bärenköpfe tragen. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Oh ja! Und jetzt sieht es für mich wieder so aus, als würde das Spiel abstürzen, aber ihr bemerkt überhaupt nichts. Das ist... Ich verstehe es nicht. Ja, wie ich schon sagte, hier ist nicht wirklich viel drin und ich habe auch keine Lust, jetzt da nochmal durchzugehen. Eigentlich ist dort nichts, überhaupt nichts. Nichts, das in irgendeiner Form interessant wäre. Auch nichts Wertvolles oder so. Es ist einfach nichts. Ein paar Truhen mit... Das hier ist eigentlich noch der wertvollste Gegenstand in der ganzen Höhle. Ein nordisches Silberclaimer. Und wir nehmen es tatsächlich mit, wenn ich die Maus da drauf kriege. Denn wir könnten es nachher wirklich noch gebrauchen im späteren Spielverlauf. Oder mehrere davon könnten wir gebrauchen. Yo, und ich würde sagen, wir waren auf dem Weg zu... Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber wir waren auf dem Weg zu ihm. Weil dieses Material, das wir des Öfteren schon in Hügelgräbern gefunden haben, nun auch in der Mine in Rabenfels aufgetaucht ist. Und wir wüssten gerne, was das ist und wie wir es zu unseren Zwecken benutzen können. Ich weiß gar nicht, ob wir es wirklich zu unseren Zwecken benutzen können, also ob es hilfreich sein wird. Eigentlich nicht. Aber, na, egal. Hey, eine Robbe. Wie heißt ihr noch? Hawker, natürlich. Ein Hawker. Es wird in Skyrim Hawker geben. Das habe ich schon gesagt. Irgendwann. Oh nein! Stonehenge! Natürlich! Nee, das war... Das ist... Ich kann das absolut... Das war Zufall, ja? Natürlich! Bethesda, das war Zufall. Ganz zufällig funktioniert der Zauber, der immer funktioniert, dann nicht, wenn ich ihn brauche. Bitte kurz heilen. Nee. Mach ein... Oh Gott, es ist dunkel, oder? Könnt ihr überhaupt was sehen? Wenn ihr nichts sehen könnt, dann, kauft euch eine Brille. Und wenn ihr nichts sehen könnt, weil das Video zu dunkel ist, dann, verzaget nicht, denn wir werden jetzt einfach mal kurz schlafen. 8 Stunden lang schlafen. 9. Und natürlich. Zufall. Alles klar, Bethesda. Zufall. Reiner Zufall. Es war wahrscheinlich der Entwickler für die Kämpfe. Für das Kampfsystem. Reiner Zufall. Ja, ich mach dich tot und so. Nee. Das, war mehr auf aktiver und nicht auf passiver Basis gedacht. Hab ich da noch... Ich sollte endlich das andere Schwert ausrüsten. Das Lebensenergie entziehen Schwert. Bams. Oh nein! Ich kann es mir nicht leisten, von diesem Vieh abgemuckst zu werden. Schön, dass ich gespeichert habe, während ich verfolgt werde. Ah ne, es ist nur in Risen. Speichert in Risen nicht, während ihr verfolgt werdet. Aber das hier ist nicht Risen, das hier ist, Morrowind. Hallo Leute, wie geht's euch so? Haha, Moment. Wie geht's?
Okay, die Sache ist die, normalerweise, und das ist auch der Grund, weshalb ich die andere Aufnahme abgebrochen habe. Normalerweise müsste diese Dame hier, worum geht es denn, die Leute da hinten jetzt überfallen. Das Dumme ist, aus irgendeinem Grund tut sie es in meinem Spiel nicht von sich aus. Und ihr müsst euch jetzt sozusagen vorstellen, warte. Wir wollen mit euch. Kurz mal rasten. Wegen der Ausdauer und so, Alter. Ihr müsst euch jetzt praktisch mal vorstellen, dass diese Leute, die hier draußen stehen, gerade überfallen werden. So nett wie die sind, fällt mir das nicht schwer. Und von dieser Dame da. Und wir wehren sie jetzt ab. Ich habe schon genug Zeit für euch verschwendet. In einer Heldentat. Puh. Wow, das war knapp. Fast hätte sie die anderen getötet. Allein dadurch, dass sie existiert. Okay. Jetzt funktioniert wieder alles. So, du bist Graring. Ihr seid nicht hergekommen, um uns Leid zu tun? Dann seid ihr vielleicht anders als die anderen. Ihr wollt über das Stahlrim Kunde einholen, nicht wahr? Ja. Normal hätte er nämlich nicht mit uns gesprochen, wenn da jetzt nicht irgendwas Positives passiert wäre. Ihr seid nicht der Erste auf der Suche danach. Es waren zuvor schon Fremde wie diese Frau hier. Immer fordernd, immer Bezahlung versprechend, die für uns nutzlos ist. Aber sie bekommen nichts. Die Skal geben ihnen nichts, weil sie es als geheiligt erachten. Wir geben ihnen nichts, weil wir wissen, dass sie es missbrauchen würden. Missbrauchen? Wir fanden heraus, dass darin ähnlich wie Eisen oder Stahl geschmiedet werden kann. Aus diesem Grund wurden wir zu Geächteten erklärt. Die Skal sind zu engstirnig, um seinen praktischen Wert zu verstehen. Einige, so wie diese Frau, hören davon und kommen hierher, aber werden es von uns nicht bekommen. Ihr hingegen habt euch meinen Respekt verdient. Wir werden nun sehen, ob man euch auch wirklich vertrauen kann. Nehmt diese Spitzhacke, schlagt damit ein Stück Stahlrim ab und bringt es mir. Was gibt es, Freund? Warum machst du mein Inventar voll? Böser Bube. Denselbe von Elbaroth brauchen wir jetzt nicht wirklich. Habe ich irgendwas, was nicht wertvoll ist? Ja, natürlich, diese Viperklingen hier. So. Wir müssen jetzt irgendein Hügelgrab finden, in dem Stahlrim aufzufinden ist. Ich hab da eigentlich auch schon. Sind wir im Norden? Ja. Hab da eine gute Idee. Für eine Höhle, die ich ohnehin früher oder später besucht hätte. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob diese Höhle ein Hügelgrab ist. Ich hab das nur noch ganz vage in Erinnerung. Aber wir wären ohnehin dahin gegangen. Insofern. Das ist mal ein Kampf. Moment. Ah, hier gibt es übrigens einen Hinweis darauf, dass die guten alten Dwemer nicht nur auf Vardenfell und in Himmelsrand bzw. Skyrim ihr Unwesen getrieben haben, sondern tatsächlich auch auf Solstheim waren. Das sind dwemerische Schriftzeichen. Zweifelsohne sind sie es natürlich nicht. Moment mal. Du wirst hier den Tod finden. Ja, ich weiß, aber viel wichtiger ist jetzt doch die Frage, wieso habe ich eine Dwemerbrücke in Erinnerung, wenn das hier keine Dwemerbrücke ist? Das ergibt keinen Sinn. Ich hätte schwören können, hier oben ist eine Dwemerbrücke. Na gut. Dann fällt das andere auch flach. Man ist nicht fehlerfrei, ne? Also, von der Architektur, von der Farbgebung her, sieht es nicht wirklich aus wie eine Dwemerbrücke. Und allein das Construction Set sagt uns schon, dass es keine ist. Na, wie dem auch sei. Hier ist Eisschollen und so. Yay! Und wir fliegen durch die Eisschollen. Guckt mal. Yay! Hui! Hui! Ich habe einen Eisbärenkopf. Weil ich einen Bärenkopf habe, der in Eis steckt. Das ergibt Sinn. Ist das die Höhle, die ich suche? Nee, das ist sie, glaube ich, noch nicht. Aber wir können trotzdem mal hier reinschauen. Wobei ich auch nicht glaube, dass hier drin jetzt Stahlrim zu finden sein wird. Ja, es ist eine andere. Ein Dunkelelf. Wenige davon gibt's hier oben. Seht ihr, was da hinten kommt?
Lehrling des Totenbeschwörers. Ah, das ist... Okay. Da sind wir ein bisschen zu früh. Aber was soll's. Wir schaffen das. Wir schaffen diesen Kampf. Erstmal dieses Vieh hier weg. So schnell wie möglich. Dich da hinten können wir noch ignorieren. Du stellst eigentlich... Ah, du hast einen Zauber, damit ich dich nicht treffe. Ja, jetzt ist der aber weg. Tschüss. Habt ihr gesehen, wie sie mit dem Kopf auf den Boden geknallt ist? Stell dir mal vor, sie wäre mit dem Boden auf den Kopf geknallt. Hä? Oh. Ein Schloss. Ich habe gerade die ungute Vermutung, dass ich hier mal wieder einer Quest voraus bin. Das ist der Nachteil bei so Spielen, wo man viel erkunden kann. Nonlinear. Aber ich kann mich jetzt an die Höhle halt nicht erinnern. Nee, ein großer Knochenläufer nicht. Wir müssen dich töten, so schnell es geht. Ja, ich auch nicht. 106, ne? Wenn wir jetzt nämlich, ihr werdet es gleich sehen, ihr werdet das Unheil gleich feststellen können. Ah nein, er hat uns keine Stärke geraubt. Naja, wir sind ja auch ziemlich resistent. Warum gehe ich eigentlich zu Fuß? Ich hätte von Anfang an hier hochgekonnt. Wenn man nur mal mit offenen Augen durch die Welt geht, ne? Mit offenen Augen durch die offene Welt gehen. Da ist Nuskooma. Was bist denn du? Schlummertalisman. Seht ihr? Warte. Den hätte ich gebraucht, als ich in der Kolonie den einen Typ getötet habe, den ich eigentlich verprügeln sollte. Das hätte ich gebraucht. Ausdauer entziehen. Du hast einen schönen Stab. Knochenläufer beschwören für 30 Sekunden und Lebensenergie senken. Nicht so toll, aber es ist eine einzigartige Waffe. Insofern, was soll's. Kasteiung. Hakons Glücksträne. Das war das geile Teil, das wir unter dem Fjallingsee gefunden hatten. Ich muss die Claymores wieder loswerden. Oh, du hast... Warte mal. Tagebuch des Totenbeschwörers, genau. Falls irgendeine Quest mit ihm in Verbindung stand, haben wir diese Sachen jetzt zumindest schon mal aufgesammelt. Aber... Es war eine andere Höhle, die ich euch zeigen wollte. Ich weiß aber, dass sie ungefähr hier in dieser Richtung war. Sie war wahrscheinlich am anderen Ende der Insel. Wer? Oh, ich hab dich nicht gesehen. Sorry. Sorry, dass ich dich nicht verprügeln konnte. Ich hab dich echt nicht gesehen. Ich nehm's aber nach. Ich hol's nach. Das nennt ihr einen Kampf. Nee, ich nenne das eigentlich eine Beerdigung. Ja, ich würde sagen, hey, wir sind auf ein Schiffswrack gestoßen. Und was in dem Schiffswrack ist oder unter dem Schiffswrack, das ich euch eigentlich nicht zeigen wollte. Eigentlich wollte ich eine andere Höhle machen, die wahrscheinlich doch hier ist. Seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Blood Moon Morrowind. Dort werden wir dann auch Starrin besorgen. Bis dahin, ciao.